In der Schule haben Sie wahrscheinlich die meisten Ihrer Texte unter einem Zeitdruck geschrieben. Denken Sie an Ihre Schularbeitstexte. Oft blieb nicht einmal mehr genug Zeit, sich alles noch einmal durchzulesen, und schon mussten Sie abgeben. Die erste Version, die Sie geschrieben haben, war bei diesen Texten nämlich dann die Version, die Sie auch abgegeben haben. Bei universitären Texten, die etwas kürzer sind, kann dieses Vorgehen durchaus noch funktionieren. Aber bei längeren Texten, wie beispielsweise Seminararbeiten von 10, 15 Seiten, ist dieses Vorgehen leider nicht mehr praktikabel. Es ergibt sich fast automatisch, dass Sie immer wieder mal Ihren Text umschreiben. Vielleicht gefällt Ihnen ein Textteil nach einer Nacht drüber schlafen einfach nicht mehr. Sie haben etwas Neues recherchiert, etwas Neues herausgefunden und müssen das noch einarbeiten, weil es die Struktur ändert, oder Sie haben einfach irgendetwas vergessen. Es ergibt sich so also automatisch, dass Sie immer wieder Ihre alten Textteile überarbeiten. Lehrende und Studierende sprechen deshalb in dieser Lektion über ihre Erfahrung mit dem Überarbeiten und warum Feedback ein wesentlicher Bestandteil allen Schreibens ist. Sie lernen außerdem Strategien kennen, wie sie Schritt für Schritt aus ihrer ersten Version schließlich diejenige Version machen, die sie nicht nur abgeben müssen, sondern dies auch wollen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Abschluss dieses MOOCs und dass Sie mit seiner Hilfe die erste schriftliche Arbeit gut bestehen.